Deutsche Unternehmen Gewinne. Gewinne der deutschen Unternehmer höher als in anderen Industrienationen. Laut einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD stiegen die Stückgewinne der Unternehmen in Deutschland seit Ende 2019 um beachtliche 24%. Diese Zahl, die den Erlös pro produzierte Einheit abzüglich der Kosten darstellt, übertrifft die Performance in anderen Industrienationen bei weitem. Indes wuchsen die Lohnstückkosten im selben Zeitraum um nur 13%. Die OECD-Studie zeigt auf, dass Deutschland mit seinem Stückgewinnzuwachs weit über dem OECD-Durchschnitt rangiert. Im Kontrast dazu hinken die Lohnstückkosten hinterher. Der Unterschied zwischen diesen beiden Werten fällt in Deutschland deutlich größer aus als in beispielsweise in Frankreich oder Großbritannien. Gierflation in Deutschland? Dieser markante Unterschied zwischen Gewinn- und Lohnwachstum wird von einigen Beobachtern als Zeichen einer Gierflation interpretiert. Bei diesem Phänomen schlagen Unternehmen mehr auf den Endpreis auf, als es tatsächlichen Kostensteigerungen rechtfertigen würden. Aber trotz der offensichtlichen Gewinnorientierung der Unternehmen könnte dieses Szenario laut OECD auch positive Auswirkungen für die Arbeitnehmer haben. Sie könnten unter diesen Umständen höhere Löhne fordern, ohne dadurch zusätzlichen Inflationsdruck zu verursachen. Darüber hinaus könnte eine faire Verteilung der Inflationskosten helfen, einen weiteren Anstieg der Ungleichheit zu verhindern. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, äußerte sich besorgt über die aktuelle Entwicklung. Sie erklärte, dass viele Unternehmen die Situation genutzt hätten, um ihre gestiegenen Kosten komplett auf die Kunden abzuwälzen. Unzureichender Wettbewerb und Gewinnmitnahmen im Lebensmittelbereich. Dieser Trend zeigt sich besonders deutlich bei den Lebensmittelpreisen. Im Juni stiegen diese in Deutschland um 13,7%, der stärkste Preisanstieg in allen Produktkategorien. Eine im April durchgeführte Untersuchung des Kreditversicherers Allianz Trade im europäischen Lebensmittelsektor deutet darauf hin, dass in Deutschland das Gewinnstreben besonders hoch ist und nicht allein durch Kostentreiber erklärt werden kann. Die Allianz warnte, dass es Anzeichen für Gewinnmitnahmen und unzureichenden Wettbewerb gebe. Die OECD warnt zudem, dass die Inflation seit Beginn des Krieges in der Ukraine in fast allen Mitgliedsländern die Reallöhne sinken lässt. In Deutschland gingen sie im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 3,3% zurück, mehr als der Durchschnitt der OECD-Länder, der bei 2,2% liegt. Schön, dass Sie reingeschaltet haben. Über ein Like, ein Kommentar. Wie sehen Sie die Situation? Hat Frau Christine Lagarde, die die kommende Inflation verschlafen hat, hier ausnahmsweise mal recht? Oder ist meine Meinung falsch, dass Frau Christine Lagarde die Inflation nicht verschlafen hat und nicht reagiert hat? Ist es richtig? Wie ist Ihre Meinung dazu? Schlagen die Unternehmen zu viel drauf? Können sie die Preise senken? Steuern Sie mit die Inflation? Wie ist Ihre Meinung? Würde mich sehr interessieren. Auch über ein Abo würde ich mich freuen. Das ist generell kostenlos hier bei YouTube. Schön, dass Sie reingeschaltet haben. Bleiben Sie gesund und erfolgreich und kommen Sie durch den überhitzten Sommer dieses Jahr. Dankeschön.